Lange Rede, kurzer Sinn, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Ja, oh, genau, hier ist ja noch was. Ich rede eigentlich super, super schnell und super viel in diesem Spiel, aber muss auch wirklich sagen, Szene zu Szene zu Szene wird immer wieder herausgeschossen. Man hat gar keine Zeit, sich auf irgendwas vorzubereiten und das ist einfach ein bisschen zu viel für mich. Da komme ich gar nicht hinterher, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich weiß, hier ist irgendwo ein Geheimschatz in der Nähe. Ich weiß noch nicht genau, wo es ist. Muss ich gucken. Vielleicht finde ich es auch irgendwann nochmal. Ansonsten spiele ich es halt nochmal zweites Mal durch, aber halt auch super schnell. Und jetzt, wo wir beim letzten Mal den Bösewicht hier besiegt haben und den ersten blauen Stern eingesammelt haben, ist das Schloss hier wieder fröhlich. Alle sind lieb und nett. Und du? Zeig dir meinen Zahn. Hüpf sie alle platt. Das lohnt sich. Glaub mir. Ja, er ist auf unserer Seite. Perfekt. Na gut, dann geht's jetzt nun auf zu den. Ja, wird's gezeigt? Da hier unten. Du, du, du. Quaquädukten. Einfach den Berg hinunter. Dann ist es aber schon da. So, hier müssen wir rein. Pass aber auf, da unten ist es ziemlich dunkel. Und Opa meint auch immer, ich soll mich hüten vor irgendwas, das Bellum heißt. Weiß auch nicht, was das ist. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Frosch. Vielleicht ist er einer. Er sagt zumindest, er wäre einer, aber ich weiß, ob man ihm trauen kann. Quaquädukte. Gott, die Musik geht direkt aufs Top. Na gut, Spiel. Wenn du so abgehst, dann gehe ich auch so ab. Ja, boing. Ah, wir können schwimmen hier. Wie das so alles so eckig ist. Können wir nicht tauchen? Nee, irgendwie nicht. Dann halt nicht. Boing. Was steht denn da? Möchtest du lesen, wie man in Röhren schlüpft? Gern. Stell dich auf Röhren, drücke A. Um die Röhre neu zu betreten, springen von ihr hinunter und ja. Okay. Mehr ist er nicht. Na gut. Oh Gott, wo führt mich das denn hier hin? Wo ist eigentlich Merlo jetzt schon wieder? Oder ist er jetzt bei uns? So Schiebschiebs. Hey, hey, du da. Ein Kapador. Die kommen aus dem Wand. Das sind Jeep-Jeeps. Okay, ich glaube, Feuerball ist ja nicht das Beste, was ich einsetzen kann. Sind wir eigentlich gerade unter Wasser? Wie können wir hier atmen? Naja, egal. Stimmt, uns sind beim letzten Mal die Items ausgegangen. Ich hoffe, dass wir hier in der Nähe ein paar neue finden können. Weil ich hätte sie dringend nötig. Definitiv. Ey, versuch's mal mit dem Blitzgewitter. Eigentlich müsste das voll viel Damage machen. Ja, anfällig. Ist schon klar. Macht doch Sinn. Und ein Pilz. Aber ich brauche Sirup, Mann. Sirup fährt viel besser jetzt. Oder rein? Glaube nicht. Wäre aber cool, wenn ja. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ja, wenn man in der richtigen Position erwischt, dann. Was macht Nidoran in diesem Spiel? Oh, und was ist das weiter? Ah, nein, wir sind vergiftet. Aua. Ratini. Ratini. Und Modaling. Oh Gott. Ja, Modaling mag das doch bestimmt, wenn ich immer auf seinem Köppel springe. Plopp. Tot. Aua. Oh, ist traurig. Der Arme. Sorry, da muss man gucken, was der Ratini gerade denkt. Ding. Was denkt er gerade? Sing mit mir den Ratini-Song. Oh. Oh. Okay. Ich muss trotzdem XP. Ja, ein bisschen Kristallwasser. Was ist das denn? Hm, weiß ich nicht, wo das auch ist. Ah, boing. Boing. Hier sind zwei Röhren. Ist das egal hinein? Wo bin ich denn jetzt? Das ist ein Labyrinth hier. Und die Musik, die tut so, als wäre es richtig krass abgehen. Oh. Oh, oh. Wow, ehrlich? Das hätte ich die ganze Zeit machen können? Okay, habe ich nicht gewusst. Sorry. I didn't know. Komm ich da nicht hoch? Oh, ich komme. Oh, ich komme da jetzt gar nicht mehr hoch. Ja, okay, dann bringt's ja auch gar nichts. Okay, okay, Spiel. Ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon. Aber schaut mal da. Da ist noch eine Röhre. Nein! Verdammt! Oh, bitte sag mir jetzt nicht wieder zurück. Nein, ich kann hier lang. Oder ist das auch eine Fake-Röhre? Wo führt die mich hin? Wo bin ich hier? Der hat mich gut erwischt. Aber ich habe keinen Bock zu kämpfen.
Hey, Modderling! Du willst doch kämpfen! Hab ich recht? Ich mag aber die Enemy-Designs in diesem Spiel, sind super. Heute bin ich großzügig und teile aus. Klagelied? Nicht abwehrbar. Hä? Mario denkt nach. Er ist in seinen Gedanken vertieft. Aber Kampf ist vorbei, dann wird alles wieder resettet, wie es scheint. Nochmal Glück gehabt. Aber... Oh! Hä? Oh mein Gott, eine Tricktruhe! Ein Mimic! Spring mal drauf! Das ist bestimmt die richtige Lösung. Boah, 100! Ja, was denkt er sich denn dabei? Hä? Was denkst du dir dabei? Hä? Sprung nur. Da, wieder werdet ihr immer wieder aus dem Schlaf gerissen? Oh Gott, das macht so viel Damage. Jetzt geh sterben! Boah, das ist doch 200! Lebt er noch. Bam, bam! Alter, was? Nein, Melo! Das wirst du heimzahlen! Bam! Kaputt. Ah, okay. Melo kriegt also trotzdem noch alles mit. Und wir erhalten ein Level Plus. Gib mal mehr Stärke. Anti-Wandel-Button erhalten. Hören Ausrüstungsgegenstand. Hier. Alarmring, aber ich will den Alarmring nicht wegtun. Aber der. Ah doch, hier. Anti-Wandel-Button verhindert Verwandlung in den Pilz oder Vogelscheuchen. Okay. Wird das noch wichtig? Das könnte sein. Okay, sonst haben wir nichts. Aber haben wir noch nichts gekauft. Ich weiß nicht, ob wir was brauchen oder nicht. By the way, Monster 4 habe ich noch gar nicht reingeschaut. Aber so sieht die aus. Die Häkchen sind die Gegner, die wir schon mal mit Mallow untersucht haben. Genau. Ich versuche alles zu sammeln, ich verspreche aber nichts. Und, ja, hier kommt man hoch. Wow! Wow, da sind noch mehr Ratzeriche. Blütenpunkte, kann ich gut gebrauchen. Wow! Die spawnen da einfach. Ah, ich, ehrlich gesagt, ich gehe mal hier rein. Ich will wissen, was hier ist. Ein Buhu! Und ein Schatten. Boah, kreativer Name. Kann ich einfach angreifen? Plop, plop. Tatsache, das kann ich. Wow! Alter! Oha! Erstmal den Buh. Ding! Okay. Zombie, ich bin so schüchtern. Ah, schaut her! Oh. Ich hab Mallow gar nicht geheilt, hab ich gar nicht gemerkt. Aber Mallow! Ich muss ihnen helfen! Hier, Muntermacher. Ein bisschen Soda trinken, da wird jeder wach. Ein bisschen Kaffee. Full Heal sogar. Bedrängnisblase. Was zum. Oh, wir haben Angst. Nein. Bitte verfehl dafür nicht. Okay. Gut. Diesen Anblick weiß Schatten zu schätzen. Okay. Was? Wie viel? 30, ey. Boah. Und ich spiele auf Normal, ne? Es gibt auch kein Hard, aber trotzdem, ich spiele auf Normal. Was soll das Spiel? Letzten Blütenpunkt, den ich habe. Alter, nein. Nein! Boah, ein KP, einen! Einen, Gottverdammt! Ah, komm schon, Spiel. Der killt mich jetzt, oder? Ja. War klar, danke, Spiel. Immer kriegt der XP. Ich brauche dringend Level Up, Alter. Oh Mann. Also wenn ich hier raus bin, dann muss ich auf jeden Fall mal erstmal Items kaufen. Aber sowas von. Ich bin so ein Noob, ey. Ich springe jetzt die ganze Zeit rum. Nicht, dass irgendwo ein Gegner rauskommt und dann... Was, wo bin ich? Bin ich... Nein, oder? Was? Warte, was? Hä? War die Röhre schon immer da? Ich kann mich nicht an die erinnern. Die tanzen da oben. Die Mäuseriche, die Rattiche. Boah, ich will nicht kämpfen. Ich will wirklich nicht kämpfen. Oh, ein Block. Den nehme ich mit. Plang, Münzen. Ganz hier Moneten. Die brauche ich. Hä? Ach so, da war vorhin eine An. Die Fake-Truhe war da vorhin, ne? Jetzt ist es eine richtige Truhe gewesen. Okay, spawnt wohl manchmal einfach. Cool.
So, rein da. Das ist das Ende hier? In diesem schauderlichen Labyrinth. Oh. Du, 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 du. Ihr tanzt nicht mehr! Nicht, wenn ich da bin. Oh, Level up. Kann nicht gut brauchen. Und zwar für Mellow! Level plus, das wäre. Machen wir mal mehr Magie. Warum nicht? Ich weiß nicht, was ich für ihn brauchen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Hä? Jetzt sind wir hier. Hä? Wieso sind wir jetzt wieder hier? Schaut mal. What? Okay. Warte mal. Ah, Mist. War klar. Ah. Die Attacke ist böse. Dagegen kann ich nicht so gut. Machen wir mal den Sprung auf ihn. Die anderen hauen sowieso wieder ab, weil die Angst haben. Oder? Nee, noch nicht. Dann setzen wir unseren Blitzgewitter ein, während sie noch hier sind. Vielleicht geben sie auch schön XP. Mal sehen. Ah, Münzen auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Oh, Reinigungssaft. Was macht das denn? Inventar? Oder wo? Items. Hier. Heil-Shadows-Effekte. Ah. Besiegt Untote in Hand und Drehen. Ah. Cool. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nope. Aber hier sind noch Geister. Klöpp. Schalterpalast gedrückt. Du hörst sehr viel Wasser ablaufen. Das stimmt wohl. Da oben ist noch ein Röhrensystem. Eigentlich will ich noch mal gegen so einen Buhu kämpfen. Wenn es schon drei sind, einer muss ich doch bekämpfen können. Der I. Sie. Oh, das Timing war sehr gut gerade. Das nicht. Bam, bam. Ich werde immer besser. Muss einfach üben. Ja, muss man üben. Muss man üben, dann hat man so einen drauf. Dann kann man XP farmen hier. Okay, Wasser ist weg. Die Cheep Cheeps. Oh Mann. Ah, hier ist eine geheime Röhre jetzt. Ja, geh mal rein. Und jetzt sind wir hier oben. Einen Pilz. Und zum Glück können wir hier nochmal speichern. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Level 5. Für beide. Okay. Aber wie komme ich denn da hoch? Hiermit? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich will raus. Hilfe. Ich fühle mich noch nicht ready. Oh, was? Ich kann wirklich noch nicht da hoch? Habe ich das übersehen? Warte, vielleicht kommt das ja noch. Warte, wir gehen erstmal weiter. Vielleicht kommt das noch. Machen wir diesen Gegner hier. Schau nur, das muss dieses Ballon sein. Komisches Ding da. Und was für eine lange Zunge das hat, wie ein Schlurp. Na, war klar, dass er wach wird. Oh, klasse, meine Zunge, oder? Damit fällt es mir viel leichter, leckere Häppchen wie euch zu verputzen. Bäh. Ach, ganz toll gemacht, Mello. Na gut, vielleicht mag er ja Feuerbälle schlucken. Nee, nicht wirklich. Okay, Gedankenleser. Sag mir, Mello, was ist gut gegen ihn? Daneben, oder? Ich hab... Nee, doch nicht. Oh, leckere Häppchen frei Haus. Man reiche mir mal Lätzchen. Was? Aua. Warum tut Lecken weh? Bam. Okay, Sprung ist besser. Toads, Hilfe! Okay. Wenn man direkt danach springt, dann kriegt man immer die gleichen Sachen. Sternstoß somit. Aber es macht doch bestimmt. Ja, 60 nehme ich mit. Okay, gut. Bam! Badam, bam! Und bam! Ah, daneben. Ah, es tut mir leid, Leute. Ich muss das noch üben. Kannst du nicht so gut. Ja, wer ist so schwach? Ich halt nicht mehr aus. Dieser Hunger. Dieser schreckliche Hunger! Was zum... Mello! Das kann er doch nicht... Spucke wieder aus! Der Körper aus Holz, der Kopf voller Stroh. Ich mach dich zur Scheiße. Ohoho. Was zum... Ich bin eine Vogelscheuche. Mario! Kannst du springen? Er kann springen, aber... Das war ganz schön unheimlich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kannst du ihn mal kurz heilen hier?
Reinigung? Nee, ich glaube, das hilft nicht. Nee. Feuchten Dunst. Wollt ihr mich wieder zurück? Nee. Nur um sicher zu gehen. Ach, damit kann ich keine normalen Angriffe machen. Okay, verstehe. Sprung! Was anderes bleibt mir nicht übrig. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ich kann nicht mehr so viel Verschiedenes unternehmen, leider. Okay, ausgewichen. Nochmal den Sprung. Bam! Und du? Nichts drauf! Aber man muss doch mal down gehen. Ich halte dich mal aus. Ich brauche dich zum Essen. Oh Mann. Ich kann nichts machen. Ich kann halt wirklich nichts mehr machen, ne? Abwehr. Wow. Oh. Danke. Jetzt kriegst du aufs Maul. Verstehst du, weil du eine große Zunge hast, einen großen Mund hast du wahrscheinlich. Mein letzter Pilz. Mein letztes Heil-Item. Alter. Junge, warum machst du so viel Damage? Bam! Weg mit dir! Klatsch ihn weg! Denk, ihr habt gewonnen, wie? Aber Pustekuchen! Ohne mich ist hier Land runter! Hoffe, ihr könnt schwimmen! Was? Oh, wir haben ihn besiegt! Oder zumindest wirkt es so? Ist er jetzt besiegt? Schwimmen? Pff, da liegt doch ganz klar! Wenn hier Wasser wäre, würde man doch sicher was Lautes hören! Mario, das ist was Lautes, oder? Klingt ja fast wie... Wasser! Die Flut kommt! Schnell auf den Schalter, ehe sie uns betreust! Ich kann nichts machen! Es geht nicht! Jetzt! Oh, aua! Nein, das Tor! Ich muss es hochhalten! Oh, zu spät! Boah, sieht das cool aus! Oh nein, ein Raft Ride! Hä? Dies ist der Fluss Krösus. Hoffe, du bist bereit für eine Wasserfahrt. Oh, mein lieber Krösus. Kleine Anleitung gefällig? Ja, bitte. Deine Fahrt startet oben an den Wasserfällen. Wirke dich mit Hilfe vom linken Stick nach links oder rechts, um Münzen zu sammeln. Okay. Drücke B, um gegen die Strömung anzuschwimmen. Auf dem Weg wirst du Höhlen vorfinden, die du hineinschiffen kannst. Was darin vorgeht? Keine Ahnung, Mann. Aber wünsche frohes Flussrutschen. Okay. Okay, ich schätze mal, wir sollen ja alle Münzen sammeln. Aber ich habe den Schatz dahin voll nicht gesammelt. Das ist eine grüne Münze. Eine Froschmünze. Hab sie. Man kann auch nur ein bisschen nach oben schwimmen. Nur so ein Stückchen. Nicht so viel. So pixelig. Oh. Das sieht ja schick aus. Die bobben sich da unten. Buhu singen. Ihr tanzt. Und Mario. Naja, das weiß wirklich keiner, was Mario macht. Boy. Oh, das war nur für die Szenerie. Okay, nett. Komm schon, komm schon. Hier ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil hier ist eine grüne Münze. Und die sind bestimmt wichtig. Bestimmt. Obwohl, da rechts ist auch noch eine Höhle. Oh Mann. Oh, das ist cool. Es zeigt immer was anderes. Das ist ein Dieb. Den haben wir noch nicht bekämpft, ne? Mhm. Oh. Eine Blume. Kann ich irgendwas machen? Nee. Das sieht mal lustig aus hier. Ist einfach nur zum Anschauen. Wie sie sich gegenseitig die Blume zurückklauen. Oh, danke. Danke. Hat sich gelohnt. Oh. Und hier kommen wir raus. Bin hoch! Ach, geht wohl nicht. Dann nicht. Das ist ja ganz nett. Eine Münze, noch eine Coin. Noch eine Coin. Wissen wir? Aus die Maus. Nein! Oh, hätte ich das gewusst. Ich hätte es gewusst. Ich versuch's. Ja, doch. Maybe. Oh, das war knapp. Oh, ich bam so hart. Komm schon. Ja, ich hab sie bekommen. Und eine Höhle gibt's obendrein auch noch dazu. Ich mag die Szenerien hier. Hä? Ja? Hat er da gemacht? Auf jeden Fall, danke.
Der Dieb, der kriegt, was er verdient. Aufs Maul! Oh! Hey, ich bin's wieder! Nächste Flussphase! Das Fässerhüpfen! Also gefällig? Ja, sag mal. Im Fässerhüpfen musst du den richtigen Moment zum Springen abpassen und dir unterwegs reichlich Münzen schnappen. Okay. Spring von einem Fass aufs nächste, ehe die beiden aufeinander prallen. Boing. Okay. Verpasse eine Chance, wechselt dein Fass stattdessen die Spur. Bereit, dann kannst du losgehen. Ach, bevor ich es vergesse, über Fische sollst du rüberspringen, denn sonst verlierst du Münzen. Macht Sinn. Aha. Über die Dinger knallen, falls ich die Richtung wechseln will. Okay. Wow! Super. Bring, bring, bring. Okay, das war's? Nein. Bring, bring, bring. Und bong. Ah, verdammt. 3D-Effekt und so. Ah, Mist. Alles verloren. Oh nein, wieder falscher Weg. Naja, wirklich falscher Weg ist es ja nicht. Wow. Muss man aufpassen, dass Mario das einfach so mal eben hinbekommt. Oh, was hab ich gemacht? Was hab ich getan? Oh oh, da kommt einer von zu. Aber zum Glück auf der falschen Spur. Oh nein. Nein! Ah, Mist. Pech gehabt, ja, Pech gehabt. Das ist nicht so gut gelaufen, aber wir haben den Chip Chip gezeigt, wo der Haken hängt. Denn an der Angel. Ah, an der Angel. Naja, Flusskrösus, wir sind angekommen. Komm. War das eine Gaudi, oder? Mal schauen, wie viele Münzen du so abgeschafft hast. Oho, 44 Stück. Willst du vielleicht die Münzen, die du auf dem Fluss gesammelt hast, gegen Froschgroschen tauschen? Beim ersten Tausch gebe ich dir einen Froschgroschen für schlappe 60 Münzen. Super Sonderangebot. Froschgroschen sind besondere grüne Münzen. Frag mal am Quappenquell danach, die erklären euch die Sache genauer. Mal sehen, wie viele Münzen hast du denn geschnappt? Ah, 44, ja, stimmt, habe ich ja gerade gesagt. Leider hast du nicht genug Münzen, um sie irgendwas zu tauschen. Ich behalte sie für dich ein, ja? Komm, jetzt halt wieder und wage eine wilde Wasserfahrt. Ach so, ja, hätte ich noch was ich gefunden habe. Nimm es, Nura, hoffentlich bringt es dir Glück. Koopa-Panzer, neues Item. Okay, danke. Man kann es wohl immer wieder versuchen, aber ich lasse es fürs Erste. Gut bin ich da nicht so wirklich. Aber okay. Hier ist also der große Krösus. Wurde mir so geflüstert. Oh. Ah, Quappenquedukte. Fluss Krösus fürs Minigame. Und hier der Quappenquell. Da ploppen so kleine Kaulquappen raus. Wie süß. Komm, gehen wir da mal hin. Ich will da jetzt mal hin. Was geht denn hier ab? Das war nur so ein kleines Areal. Oh, wo ist das hin? Ich hab das Gefühl, es soll nicht lang. Melodienbucht. Hüpf auf die Quarkquappen, um Musiknoten zu spielen. Zeig, wie musikalisch du bist. Doch halt, mit wildfremden musizieren die Quarkquappen doch wohl nicht gern. Sag doch erstmal weise Quark, hallo. Okay, war da vorhin? Hier drüben? Weil da gab's hier so ein Stein. Ja, hier muss ich stehen. Hi. Hallöchen, wie kann ich helfen? Mello, du bist. Alle wissen schon, was für tolle Taten du zusammen mit Mario verbracht hast. Sogar Bellum habt ihr besiegt. Echt? Das habt ihr schon gehört? Du musst wissen, Mario, die Strömung selbst trägt Neues aus der ganzen Welt hierher zum Quappenquell. Und genau darum weiß Opa alles. Und auch immer das Allerneueste. Man kann ihn immer fragen, was so anliegt. Wow, hey, dann bist du wirklich Mario? Super Mario? Freunde, komm mal und schau, wer da ist. Hm, was? Hey, ist das ganz schlecht? Schaut aber überhaupt nicht so aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Das heißt, er könnte höher springen als jeder Frosch. Ob das wohl stimmt? Oha, das war echt hoch. Wuhu! Schau an, schau an. Mein kleiner Hüpfer ist wieder da. Was hast du zu berichten, Mello? Blub. Opa, hallo, schön gehört, ich habe Mario getroffen und Mario hat mir geholfen. Selbstverständlich hört sich das bereits. Und Mello, das Regenwetter vorhin, das war's doch gewiss du, oder? Hä, ouch. Nicht wackeln, halt mich ruhig und stabil, ja?
schwerelos und anmutig wie gesprochen. Alter, Legito, hilf ihm. Sei willkommen, du bist also Mario. Ich bin der große weise Quark. Und du bist hier, um am Fundus meines Wissens Zeit zu haben. Habe ich nicht recht? Ich habe dich bereits erwartet. Ja, das Alter weiß oft Weisenrat, das ist wahr. Legito? Na komm, lass ihn runter. Oder hoch. Doch, wo sind nun meine Manieren? Lass uns nicht an der Türschwelle sprechen. Komm, sei unser Gast. Und ab, Kursgang, presto. Quäppchen, seid nicht müßig. Bildet eine Brücke von Mario, ja? Ich bin auf uns, Mario. Okay, wenn ihr wollt. Blapp, 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 blapp. Hallo. Ribbit. Wundervoll. Willkommen in meiner guten Stube. Ich will euch helfen, so gut ich nur kann. Nun denn, Schmiedrich, der Schurke, der Bowsers Festung erobert hat. Er ist ein mächtiger Feind, richtig? Und auch die Prinzessin will sicher so bald wie möglich befreit werden. Doch ach, wenn du nur die Wahrheit wüsstest. Peach weilt nicht mehr an jedem Ort. Was? Wie? Hä? Peach hat sich befreit? Sag doch mal was! Komm nach, junger Freund, lass mich erklären. Folgendes hat sich zusammengetragen. Du warst in Bowsers Festung, um ihre Hoheit aus den Klauen des Schurken zu befreien. Und als sie den Bösewicht besiegt hatte, schicktest du dich an, der Prinzessin Fesseln zu lösen. Doch es ertönte ihr gewaltiges Rumoren und ein kolossales Schwert spaltete den Himmel. Was heißt das alles? Whee! Wow. Genau so war's. Karwummisch! Unerhofft und einfach so. Die Urgewalt seiner Landung wirbelte euch alle drei von dannen. Und Bowser, wie auch die Prinzessin, sind nun irgendwo verschollen. Wo weiß keiner. Du sorgst dich sehr ob der Prinzessin Schicksal, das ist völlig klar. Doch dein wahres Ziel sollte Schmiedrich selbst sein. Seine Schergen sind es, die wild und waffenstrotzend im ganzen Königreich wüten. Klingklang, den ihr im Palast besiegt habt, war nur ein einziger seiner Lotterbande. Und er wird keinesfalls der Letzte sein, dem ihr entgegengetreten ist. Opa, fast hätte ich's vergessen. Im Pilzpalast hätten wir einen Stern gefunden. Weißt du vielleicht was über den? Einen Stern, sagst du? Sehr aufschlussreich. Es mag nach Aberglaube klingen, doch Sternstuppen vermögen Wünsche zu erfüllen. Und ich bin fest überzeugt, dass sie euch eine Hilfe dabei sein werden, Schmiedrich das Handwerk zu legen. Oh, Jemini, waren das womöglich zu viele Klänge auf einmal? Wollt ihr es nochmal in aller Kürze hören? Nein. Ein überaus prinzige Lage, ja. Oje, okay, klingt ja echt furchtbar und hoffnungslos. Dann war Klingklang also nur der Erste, den Mario besiegen musste. Und die anderen werden sich ja noch gemein und gefährlicher sein als Bowser. Mello, du klingst gerade so, als würde dich Marios Reise gar nicht bekümmern. Doch du wirst Mario auf seinem Abenteuer begleiten, mein Junge. Hast du verstanden? Bitte? Aber Opa, ich bin doch nur ein kleiner Frosch. Sowas ist doch viel zu schwierig für mich. Mein lieber, teurer Mello. Lang musste ich dir die Wahrheit verschweigen, doch in Wirklichkeit bist du gar kein Frosch. Bam, bam, bam. Was? Es war an einem herrlichen... die Musik. Es war an einem herrlichen Regentag. Ich sah genau an diesem schönen Ort und genoss ein Grillchen als Imbiss. Da trug die Strömung vom Wasserfall her einen Weidenkorb herbei. Ich schaute hinein und ein kleines Baby blickte mich an. Auf seinem Gürtelchen stand ein Name geschrieben. Mello. Das wolkige kleine Geschäftchen hat mir sofort leid. Ich nahm es seine an und zog es als mein Enkelkind auf. Das Kind war unbeschreiblich zauberbegabt und mir wurde klar, in dem Kleinen steckte viel mehr, als er vermeiden mochte. Der zittert so. Ich dachte mir ganz klar, der Junge muss aus fremdem Lande stammen. Weit, weit entfernt. Aber Opa, und ich dachte immer, ich wäre... Mario, jetzt wird nicht geweint. Begleite Mario auf seine Reise. Gemeinsam werdet ihr deine wahre Familie finden. Irgendwo auf dieser Welt warten deine Mutter und dein Vater auf dich. Psst, hey Mario. Mellos Zauberkräfte werden dir auf deinem Abenteuer gewiss außerordentlich helfen. Du nimmst den Kleinen doch mit, oder? Ja, warum nicht? Hör mal, Opa. Aber ab jetzt weine ich nie wieder. Versprochen. Ich ziehe zusammen mit Mario los und finde meine wahre Familie. Wohl gesprochen, dann nicht länger bezaudert. Ihr müsst sofort aufbrechen. Begebt euch zunächst nach Rosenrode. Dort benötigt man eure beider Hilfe. Okay, Leute, beim nächsten Mal
geht's dann hier weiter? Ich muss erstmal den Schock verkraften. Vor allem Merlo muss den Schock verkraften. Ist am Boden zerstört. Wir weinen.